Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem kleinen Infovideo bezüglich des FIFA 15 Karrieremodus hier auf dem Kanal von Sphinx Mido. Und zwar, der VfB Stuttgart Spielstand wird voraussichtlich leider nicht mehr zu spielen sein können. Ich habe es nicht geschafft, das hier wieder einzustellen. Dadurch, dass FIFA 15 jetzt auf einem neuen Administratorkonto hier ist bei mir, ist es mir nicht möglich, den Spielstand zu übertragen. Ich habe ihn zwar schon mittels eines USB-Sticks auf die andere Seite verlagert, damit ich es versuchen konnte abzuspielen, aber FIFA 15 nimmt den Speicherstand nicht mehr an, sodass wir da leider sagen müssen, dass es leider nicht mehr funktionieren wird. Falls sich da jemand auskennen sollte, bitte in die Kommentare reinhauen. Wäre mir wirklich sehr dankbar, möglicherweise könnten wir es doch dann noch retten, ansonsten werden wir einfach eine neue Karriere starten. Und ich hätte mir da schon zwei Mannschaften ausgesucht, die wir möglicherweise trainieren könnten. Da könnte man theoretisch hier das beide aktivieren. Und die Mannschaften, die ich mir so vorgestellt habe, ist eine Mannschaft, die in der Bundesliga jetzt momentan um den Abstieg kämpft. Also momentan Tabellenplatz 17. Das wäre Hertha BSC Berlin, da habe ich mir einfach überlegt, das könnte auch eine gute Mannschaft sein, 8 Millionen Transferbudget, es war ein bisschen hoch, wöchentliche Gehälter fast 1 Million, aber die Mannschaft hätte durchaus Potenzial, sie hat das Olympiastadion als echtes Stadion drin und es wäre einfach eine Möglichkeit, mit der alten Dame für Furore zu sorgen und sie möglicherweise dann ins internationale Geschäft zu führen, ähnlich wie beim VfB Stuttgart. Wenn das eine Möglichkeit für euch wäre, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinschreiben würdet. Und die zweite Mannschaft ist ebenfalls in der zweiten Bundesliga. Da habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Kaiserslautern dachte ich mir, okay, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Aber dann hatte ich mich dafür diese Mannschaft hier entschieden. FC St. Pauli, die wir hier sehen. Also auch das wäre wirklich eine interessante Aufgabe, den Traditionsverein aus dem Vorort von Hamburg wieder in die Bundesliga zu führen und dann an alte vergangene Tage anknüpfen, als sie damals den großen FC Bayern München 2001 besiegt haben und daraufhin sich Weltpokalsieger-Besieger nennen durften. Also das wären die beiden Mannschaften, die ich mir durchweg vorstellen könnte. So, was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre die Premier League, weil die ja als einzige Liga komplett lizenziert ist, also mit den Scoreboards, mit Fangesängen etc. pp. Wäre auch so eine Möglichkeit und da gibt es auch durchweg einige interessante Mannschaften. FC Everton zum Beispiel oder QPR, Southampton, Sunderland, Stoke, Swansea, West Ham, also durchaus gute Möglichkeiten. Und wie gesagt, ihr habt es in der Hand. Ihr könnt das Ganze bestimmen und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu lassen würdet oder schlagt mir einfach eure Mannschaft vor. Also wie gesagt, ich würde euch Hertha BSC vorschlagen, beziehungsweise St. Pauli oder eine Mannschaft aus der Barclays Premier League. Und ihr könnt das Ganze entscheiden, also ich würde mal sagen, ich lasse euch jetzt bis Sonntag oder Samstag, also bis morgen, Zeit, dafür abzustimmen. Und dann würde ich mal sagen, schließe ich hier die Folge für heute, wünsche euch dann noch einen schönen Freitagabend und einen schönen Start ins Wochenende. Bis dann, euer Sphinx Mido und Servus.